So, meine lieben Leute, herzlich willkommen zurück bei einer weiteren Folge mit Elden Ring in der Reihe hier Nolan's Lost Souls. Schaut euch gerne die allererste Folge mal an, da erkläre ich, warum ich hier so unterwegs bin, also 001 nummeriert, warum ich das überhaupt mache. Wir sind jetzt hier ein bisschen in diesem Gebiet, in den Süden vorgedrungen. Wir hatten Anfang letzter Folge noch hier unten, hier war es, in den Sturmfußkatakomben ein Katzenviech-Golem erledigt. Und dafür einen Aschebegleiter, einen Zauberer als Aschebegleiter bekommen. Da ist noch eine Höhle, die haben wir nicht gemacht. Ich wollte jetzt hier unten mal den Bereich ein bisschen erkunden. Aber das stellt sich jetzt nicht ganz so einfach heraus. Und hier ist ja auch noch dieser See mit den Kultisten. Das würde ich jetzt gerne mal rausfinden, was die da machen. Und das wird jetzt auch langsam... Also das Geschrei im Hintergrund ist nicht mein Magen oder so, sondern die Erhängten oder Gekreuzigten da. Was haben wir hier noch? Ein Grabstein drapiert. Wegen der Klippen muss ich immer ein bisschen vorsichtig sein, wo ich hier eigentlich hinspringe. Und wer so von oben auf mich springt, ist halt auch ganz interessant, immer sich anzugucken. Denn sonst kicken sie einen hier runter. Okay, aber irgendwie muss man ja nach da unten kommen. Da ist ja auch noch ein Lager. Wahrscheinlich irgendwie über die Ebene und dann zweimal droppen. Aber das machen wir dann eine andere Folge. Ach, guck mal, da hängt noch einer. Aber jetzt kann ich wieder nicht zaubern, ne? Nee. Ist auch noch nicht die ganze Gruppe, was? Mann, die haben es aber auch nicht einfach da hinten, ey. Gehört der noch dazu? Nö. Dann weiß ich auch nicht. Gut, ich habe euch ja schon mal vorgewarnt. Ich bleibe immer sehr hängen in Open World Spielen. Und das hier ist ja im Vergleich zu den anderen From Software Titeln schon sehr offen. Mal gucken, was die Herrschaften da hinten sagen. Oh, eine Schildkröte. Ist die auch böse? Nicht alles böse sein hier. Das ist wahrscheinlich auch einfach nur die Tierwelt, oder? Hallo Mauler. Hund voraus, ja, sehr witzig. Als hätte jemand sie da angebunden. Schweinerei das. Boah, Sümpfe. Ist gleich wieder Vergiftung hier oder sowas? Was reden? Drachen, verbrannte Ruinen. Oh. Ein Drachen. Overkill. Boah, wir haben wieder Hunde. Blut. Da hinten geht es ja auch noch ziemlich weit weiter. Ist ja krass. Jetzt frage ich mich natürlich, wie ging das nochmal mit den Hunden? Aber gut. Jetzt habt ihr mich jedenfalls wieder zum Schleichen gekriegt. Das Mondlicht sitzt nicht ganz auf dem Mond, aber sonst.
Das ist ja auch hier. Wie bist du denn, Junge? Also jetzt besser nicht. Auch noch den. Oh, die Krabben. Oh, das sind aber viele. Okay. Ach, jetzt weiß ich wieder. Ach, ey. Ich bin so lernfähig wie ein toter Hund. Feral Flame of Aquilo, Aquilo, wer ist Aquilo? Das könnte sehr unangenehm werden mit all den Kötern. Feral Flame of Aquil, burn true. Wohin guckt er denn? Zum Baum? Also offensichtlich gibt es einen Drachen. Und der brennt. Also verbrennt. Feral Flame of Aquil, burn true. Feral Flame of Aquil, burn true. Aquil, oh Aquil, oh Aquil. Tödliche Flamme von Aquilo. Ach Scheiße. Grablilien. Oder? Oh ne, Trinas Lilien. Okay. Ich habe immer das Bedürfnis, mich zu verteidigen für meinen Spielstil. Aber so ein langsamer Schleicher bin ich nun mal. Schmidtchen Schleicher sozusagen. So, und hier haben wir ein anderes Viech, eine Ratte oder sowas, ne? Türenöffner. Achso, hier war der Hund. Okay. Aquil, oh Aquil. Feral Flame of Aquil. Burn true. Ach, da geht's auch runter. Guck mal da an.
Mann, wieder nicht an den Schild gedacht. Ich lerne es auch nicht mehr, ey. Okay, da sind noch mehr Hunde. Okay, da unten gibt es doch bestimmt wieder Ärger. Die Frage ist dann, naja, man kann ja tatsächlich außerhalb des Lagers dann nochmal neu klären, ne? Okay. Muss ich mir halt merken, dass ich dann eine andere Hälfte cleare. Und diese Nachlader sind aber wirklich kräftig. Da kommt doch bestimmt gleich eine Rattenmama raus oder so da hinten. Jetzt nicht abschmieren, der Junge. Okay. Die Gruppe ist erledigt. Ist ja aber auch ein bisschen komisch, ne, dass man dann mitgeteilt bekommt, dass man jetzt keinen Bösewicht mehr erwarten muss. Aber die Frage ist natürlich schon, was da hinten gleich rauskommt, ne? Ach ja, das alte Problem. Okay. Ach ja, es geht ja auch wieder nicht auf. Das ist ein bisschen blöd, ehrlich gesagt. Ist das Gift? Oh nein! Was ist eine Transporterfalle und wo bringt sie mich hin? Scheiße. Oh Mann. Was ist das? Die sind ja vielleicht ein bisschen heftig noch für mich, oder? Kann man damit wieder zurückreisen? Wo bin ich hier überhaupt? Huch! Ich bin ja ganz am anderen Ende. Ich vermute nicht, dass das eine gute Idee ist, jetzt hier zu kämpfen. Cool. Aber ich sehe jetzt hier auch keine Gnade irgendwo, wo ich dann speichern könnte. Soll ich es wagen, mal rauszukommen? Oh. Okay, sind das Sklaven? Wo bin ich denn jetzt wieder reingeraten hier, verdammt? Okay, gesehen hat es mich schon mal, oder was?
Oh. Ein Schuss. Ach, kommt. Okay. Die 1810 kann ich mir jetzt an die Backe klemmen, oder? Okay. Man kann durch Kisten also auch reisen. Nur die Frage ist, wo tauche ich jetzt wieder auf? Achso, hier tauche ich wieder auf, okay. Ach Mist, da oben direkt, na toll. Nein. Ah, der kann nichts machen, oder was? Oh Mann, lass mich doch im Frieden, du Arsch. Kann ich jetzt hoch? Okay, das habe ich nicht erwartet. Ich habe gedacht, wir können zurückreisen, aber das können wir dann offensichtlich nicht. Hallo? Okay, was mache ich jetzt, ist die Frage. Kann ich dir überhaupt was schaden? Also zurückreisen kann ich nicht. Na toll. Flucht versuchen. Nur wohin laufen? Da unten irgendwas. Was war das? Ach, da unten ist noch so ein Sack. Der schießt auch auf mich. Na toll. Okay, laufen. Nur wohin? Hm. Das macht ja nicht sonderlich viel Schaden, ne? Scheiße. Hm. Kann ich mich da irgendwie durch rumschleichen? Nee, ne? Ich möchte nach Hause, sagt er. Okay. Das möchte ich auch. Nur bringt das hier nichts. Da kommen wir nicht durch, oder? Der kämpft mich ja doch. Scheiße. Hä? Oh, Alter. Ich bin hier falsch. Das ist ärgerlich. Nur wenn ich jetzt hier abhaue, komme ich ja auch nur über diese Kellertruhe da wieder hin. Das ist das Problem. Ich würde ja gerne Gnade finden, um da wieder hinreisen zu können. Hm. Also einmal versuche ich mich da noch hinzukrümmeln. Aber ein Kampf mit denen macht ja überhaupt keinen Sinn. Mal hier durchzufriemeln.
Das sieht aber nicht gut aus. Doch, da ist eine Gnade. Das finde ich ja cool. Ich nehme an, die Truhe hat einen zufällig dahin katapultiert, ne, oder? Fäulnis Fett. Keine Tür voraus. Ja, danke für den Tipp. Okay, jetzt ist auch nicht so schlimm. Jetzt haben wir ja eine Gnade, wovon der wir aus... Was ist das hier? In welche Richtung? In das Süden, okay. Was ist das? Also man kann nicht sagen, hier gäbe es nichts zu entdecken. Es wirkt ein bisschen auf mich, als wie damals, wo man bei World of Warcraft staunend durch die Gegend gerannt ist und dann auf einmal in irgendeinem Gebiet war, wo man gar nicht hingehört hat. Das sieht aber auch nach Pilzlandschaft aus. So. Oh. Das sieht alles... Oh, wie heißt denn das hier? Hier ist gar keine Bezeichnung, ne? Kristalltunnel. Wieso ist das gesperrt? Wieso kann man da nicht reisen? Okay, das muss ich ausprobieren. Ich kann also gar nicht reisen. Wo bin ich denn jetzt hier gelandet? Wie sind denn manche Leute da oben hingekommen? Ach, da über die Kante. Okay, die Kristallhöhlen. Ich habe nicht die geringste Ahnung, wie ich das hier machen soll. Aber cool ist es ja schon. Hier gibt es auch nichts zu quatschen, leider. Stufenausstieg gibt es auch nicht. Wir bräuchten, damit wir das nicht verlieren jetzt hier, bräuchten wir 5. Also 5 kleine meine ich jetzt. Aber wir hatten ja ein paar gefunden, ne, oder? Dies hier war das Segen des Firmaments. Eine Gunst einer Gefährtin auf dem Sterbe, der Schutz eines verborgenen Tempels in Gestalt eines Schlafgemachs. Diese Gunst lässt euch eure körperlichen Leiden vergessen. Allein Frieden erwartet uns nach dem Tod, denn er befreit uns von allen Empfindungen. Ich sehe aber nicht, dass ich irgendwo einen Schaden bekommen hätte. Oh, was ist das? Verbrauchsgüter. Ein Felsfragment, das nach einem Meteoriteneinschlag gefunden wurde. Erfüllt von einer besonders bedeutsamen Magie. Verbraucht Fokuspunkte, um eine Gravitationsschockwelle zu erzeugen. Die verzweifelten Seelen, die nach diesen Fragmenten suchen, nennen sich selbst Sternenrufer. Ach, die sind quasi Menschen, aber verseucht. Ach Quatsch, ich wollte doch jetzt gucken. Ja, 5 davon haben wir ja, ne? Das sollten wir auch mal machen dann. Wenn wir schon dabei sind, so. Ja, cool. Dieses Spiel ist immer für eine Überraschung gut, ey. Und dann können wir nämlich nichts verplempern. Dann machen wir die Weisheit noch ein Stückchen höher. Sehr schön. Dann können wir nichts mehr verplempern. Dann können wir tatsächlich ja noch mal gucken. Achso, wir können aber von hier aus jetzt wirklich nicht reisen. Wie ist mir denn das passiert? Wir können auch nicht zum Tempelberg, zur Tafelrunde, entschuldigt. Das ist verrückt. Was mache ich denn jetzt hier? Muss ich die alle besiegen oder was?
Die sind doch noch alle eine Nummer zu groß für mich. Wie soll ich das denn machen? Okay. Dann bleibt uns nicht viel anderes übrig, als das auszuprobieren. Oh, der Eiermann. Diesmal hat er mich gehört. Oh, wir machen 0 Schaden. Das ist ja sehr schön. Och nö, nicht so ein Pilzgedöns. Ja, was soll ich hier, wenn ich ihn 0 Schaden mache? Was soll ich denn jetzt machen, wenn ich nicht reisen kann? Scheiße. Aber wieso kann ich nicht reisen, ist ja die nächste Frage. Was? Doch, jetzt kann ich reisen. Ach, weil ich da in dieser Höhle jetzt bin. Es hat mich dahin katapultiert und das ist quasi... Ach, jetzt verstehe ich das. Okay. Dann ist also unsere Bewegungsrichtung eigentlich, wir müssen in die Höhle rein und nicht hier das Gebiet erkunden. Hier haben wir wirklich noch nichts verloren, ne? Eine kleine Sneak Preview oder was ist das hier? Aber wen soll ich denn die denn da voll? Was geistert denn da unten rum? Das unsichtbare rennende Ding da. Oh oh. Nee, das muss ja dann nicht sein. Ich würde sagen, das ist keine gute Idee. Wir sollten wieder hier hinten hinreisen. Und dann reisen wir jetzt zur Höhle des Wissens. Nee, gar nicht wahr. Das war gar nicht das Leuchtfeuer, oder? Nee, das ist ja unten. Ich Idiot. War das hier? Friedhof der Gestrandeten? Da bin ich mir jetzt immer nicht ganz sicher. Ach hier, ja, genau. Und dann machen wir Imsen. Und gucken, was uns hier drin erwartet. Dass man dieses Fenster immer wegklicken muss. Wahrscheinlich gibt es hier auch noch mal richtig schön auf die Schnauze. Das klingt ja wenig vertrauenserweckend. Das wird giftig da unten. Na gut. Oh shit. Oh nein, das kann ich nicht. Das ist ja total vergiftet hier. Ach du Scheiße. Okay, das war ja eine überraschende, aber nicht so richtig effektive Folge. Ich habe jetzt nicht so richtig die Ahnung, wie wir da was anlocken könnten. Oder wie wir das Gift wegkriegen könnten. Denn so schnell wie das gestiegen ist, bräuchte ich schon ein besonderes Paar Schuhe, würde ich sagen. Dann lasst uns für heute hier Schluss machen. Ich überlege mir für die nächste Folge, was wir als nächstes machen. Ich wollte ja eigentlich das untere Feld erkunden. Ich bin ja dann wieder nur abgelenkt worden von dem untoten Lager und unserer kleinen Geheimreise nach Cilia. Grafisch sehr cool. Aber dann schauen wir mal, was wir nächstes Mal eher bewältigen können. Das wirkte nicht, als könnte man das, könnten wir das bewältigen. Also gut. Das Tolle ist ja, wir haben uns zwar freigeschaltet, wir müssen da jetzt ja nicht unbedingt rein. Kann ja dann auch was anderes machen. Dann bleibt schön neugierig. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut und begleitet mich schön weiter auf der Reise. Es freut mich immer über eure Kommentare und die zu lesen. Könnt ihr auch gerne noch eure Erfahrungen mit diesen Spielmechaniken da rein posten. Haben wir auch schon ein paar gemacht. Es interessiert mich immer sehr zu lesen, wie ihr dieses Spiel wahrnimmt, wenn ihr aus verschiedenen Hintergründen kommt, aus verschiedenen Richtungen kommt. Vielleicht erst Hardcore, Dark Souls, Extreme, No Hit Run oder so gespielt habt und dann hier drin jetzt irgendwie eine andere Spielform findet, die euch vielleicht nicht gefällt, aber vielleicht auch gefällt.
schreibt doch mal eher tendenziell, was euch daran vielleicht gefallen hat. Und manche haben mir auch geschrieben, wann sie es aufgegeben haben. Ich hoffe, ich halte durch. Bleibt ihr auch schön neugierig. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin, macht's gut und ciao.